Die Marktgemeinde Gutharing im Bezirk St. Veit an der Kleinkärnten und ihre 1895 erbaute und im Jahre 1985 erweiterte Volksschule. Nach einer wiederholten Generalsanierung gab es nun die offizielle Eröffnungsfeier. Aktuell ist es nun das Bildungszentrum Gutharing. Ich möchte aber dazu sagen, das ist ein pädagogisches Zuhause für die Kinder. Aber für alle Gruppen, sei es Volksschule, sei es Kindergarten, sei es Nachmittagsbetreuung, sei es in allen Richtungen der Musikschule, auch für Erwachsene zugänglich. Und in weiterer Folge haben wir einen Holzturnsaal, der auch für Sport und Kultur tauglich ist. Das, dieses in Gesamtsumme gesehen, ist es ein Bildungszentrum. Die Vorteile bei so einer Gemeinsamkeit beginnen schon beim Kindergarten. Der Kontakt zur Volksschule ist bereits vorhanden. Denn eine Lehrerin unterrichtet eine Stunde in der Woche. Sie macht dort die Schulvorbereitung und die Kinder lieben das. Ich besuche sie auch sehr oft und die Kinder grüßen mich schon von Weitem. Sie winken bei der Tür heraus, sie kommen uns besuchen, wir gehen die Kinder besuchen. Sie haben keine Ängste mehr. Bei der Eröffnungsfeier sprach man von einer absoluten Mustersanierung für die Bildung. Unterstützung gab es dabei vom Klima- und Energiefonds des Bundes wie auch dem Schulbaufonds des Landes Kärnten. Dabei entstanden speziell auch gesunde Räume für die Kinder. Das gesamte Gebäude wurde auch mit Klimaaktiv Gold Standard zertifiziert. Das heißt, dass im Hintergrund die Beleuchtung, das Raumklima, die Mobilität, wirklich alle Bereiche optimal abgedeckt wurden und man hier vor allem in das Material Holz gesetzt haben. Wir haben Holzschulräume, wirklich einen Kultursaal, einen Sportsaal mit Holzoberflächen aus 6 heimischen Holzarten, das auch durch LIDER, durch EU-Fördermittel unterstützt wurde, wirklich in höchster Qualität, um eine Lernumwelt zu schaffen, die wirklich unseren Schülern gerecht wird. Der natürliche Rohstoff Holz war bei der umfangreichen Generalsanierung ein ganz spezielles Thema. Im Bildungszentrum gibt es insgesamt 6 Holzklassen. Jede einzelne wurde laut Gesamtkonzept mit verschiedenen Holzarten ausgestattet. Es ist ein ehrwürdiges Gebäude, das über 100 Jahre alt ist. Und bei der Generalsanierung hat man natürlich auf dem Werkstoff Holz nicht vergessen. Ich sage auf die heimischen Baumarten, die in unseren Mischwäldern wachsen, die Zirbe, die Tanne, die Lärche, die Esche, der Ahorn. Das strahlt alles eine ganz wunderbare Atmosphäre aus und da kann man gut arbeiten, wirtschaften und leben. Wie sich zeigt, ist die Umsetzung eines zeitgemäßen pädagogischen Konzeptes der Clusterschulen auch im Bestand und absolut kleinen Bereich möglich. Das bedeutet im Klartext zeitgemäße Bildung für den ländlichen Raum. Für den ländlichen Raum ist es wichtig, solche Bildungseinrichtungen zu errichten, damit, wenn Sie so wollen, der Exodus und die Abwanderung aus dem ländlichen Raum gestoppt werden kann. Und das kann am besten dann gestoppt werden, wenn man gut ausgestattet und qualitätsvolle Bildungseinrichtungen hat. Gemeinde Gutharing ist eine sehr, sehr gut bekannte in Kärnten im wunderschönen Görtschitztal gelegen. Und wir haben hier sehr, sehr gerne Land, Bund, die Gemeinde selbst 2,5 Millionen Euro aufgebracht, um hier für die Jugend dieses Landes, dieses Dorfes, dieser Gemeinde eigentlich einen kleinen Palast zu bauen. Ein Palast aus Holz, der ewig halten wird. Also ich kann nur herzlich gratulieren erstens zu den Entscheidungen, die die Gutharingerinnen und Gutharinger auch getroffen haben. Es ist ja doch eine Investition vor allem in die Zukunft unserer Kinder, ja der nächsten Generation und deshalb ist jeder Euro sehr gut investiert. Es ist ein wunderschönes Schulhaus geworden, wo man wahrscheinlich gerne auch in die Schule geht und das ist natürlich immer wünschenswert. Das ist die Grundlage der Bildung und wenn man alles zusammenfasst auf einen quasi Bildungscampus, dann ist das sehr zielführend. Das neue Bildungszentrum Gutharing, Volksschule, schulische Tagesbetreuung, Kindergarten und Musikschule unter einem Dach. Dementsprechend waren auch die einstudierten Darbietungen der Kinder bei diesem Festakt.